Garbhasana, die Stellung des Kindes, in einfacher Variation auch Embryo genannt. Setze dich auf die Fersen, Fersensitz Vajrasana, dann beuge dich nach vorne und gib die Stirn auf den Boden und die Unterarme neben die Unterschenkel. Lass die Ellbogen nach unten hängen und die Schulter nach unten hängen. Das ist Garbhasana, auch genannt Sukha Garbhasana, einfache Embryostellung. Diese Stellung ist eine gute Gegenstellung zu den Kopfstand Shirshasana, auch für die Rückbeugen wie Bhujangasana, Shalabhasana und Dhanurasana. Es ist eine schöne Vorübung auch für fortgeschrittenere Übungen und eine gute Übung, um gerade die Rückenmuskeln zu dehnen, die Wirbelsäule lang zu machen und auch den Kreuzbereich zu entspannen. Garbhasana, also eine schöne Entspannungshaltung zwischen anderen Asanas. Übrigens, kleiner Hinweis, es gibt auch fortgeschrittenere Variationen von Garbhasana. Um diese zu finden, gehe auf wiki.yoga-vidya.de.